Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 2 Verona Will. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bevor wir anfangen, noch ein ganz kurzer Hinweis von mir. Nächste Woche fängt ja schon der Dezember an. Ich weiß nicht genau, wo die Zeit hin ist, aber es ist jetzt Weihnachtszeit. Irgendwie ist das passiert. Und damit startet auch wieder unser alljährlicher YouTube Sims 3 Adventskalender. Ich bin dieses Jahr auch wieder mit drei Türchen vertreten und freue mich schon tierisch darauf, zu gucken, was die anderen so fabriziert haben, weil ich das nämlich selber nicht genau weiß. Falls ihr auch Lust darauf habt, findet ihr die Playlist auf meinem Kanal, sobald es losgeht, und auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das war es jetzt erstmal von mir und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Isabella steht hier gerade noch und dehnt sich ein bisschen. Und in der letzten Folge haben wir ja erfolglos versucht, uns hier noch ein bisschen besser mit Sören anzufreunden. Das Problem war, dass wir ihn nicht anrufen können. Und wir können ihn nicht einladen und wir können einfach nicht normal mit ihm interagieren, wenn er nicht gerade als Handwerker hier auf dem Grundstück ist. Beziehungsweise können wir nicht mal dann normal mit ihm interagieren. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und einen Mod gefunden, der dieses Problem lösen soll. Und deswegen probiere ich das jetzt mal ganz kurz aus. Ja, wir können ihn jetzt anrufen. Oh mein Gott, wie cool. Es hat funktioniert. Leute, ich packe euch den Mod in die Videobeschreibung. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber der sorgt auf jeden Fall dafür, dass eure NPCs quasi ein Handy verpasst bekommen und ihr die anrufen könnt. Wie geil. Ja, das war ein Easy-Fix. Aber tatsächlich möchte ich jetzt nicht sofort mit ihm telefonieren, denn wir haben heute noch was anderes vor. Bedürfnisse. Vielleicht essen wir nochmal kurz was. Und dann möchte ich mir nämlich dieses Luxus-Fitness-Center anschauen. Da haben wir ja die Mitgliedskarte bekommen in der letzten Folge. Genau. Hol dir mal ein bisschen Lachs hier. Ist gesund. Genau, da möchte ich heute auf jeden Fall noch hin. Das Luxus-Fitness-Center. Das schauen wir uns an. Oh, braucht Liborius gerade was? Wie geht's dir so, Liborius? Dem geht's gut. Was macht er? Gehst du auf dein Katzenklo? So eine brave Katze. Manchmal. Manchmal. Was ist denn heute für ein Tag? Es ist Donnerstag. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit hier mit Isabella. Sehr schön, denn ich habe extrem viel Spaß. So. Sollen wir zu Fuß gehen? Oder? Ja, komm, wir gehen zu Fuß. Wir müssen ja jetzt echt nicht extra ein Taxi rufen. Wir machen uns auf zum Luxus-Fitness-Center, sobald du fertig gegessen hast. Okay. Ohne Liborius. Tut mir leid. Wo muss ich denn hin? Hier, Hobbys. Luxus-Fitness-Center. Und das sieht interessant aus. Als Fitnessfan meldest du dich am besten sofort im Luxus-Fitness-Center an. Unsere exklusiven Trainer zeigen dir die besten Techniken, um deinen Körper in Form zu halten. Nur für Mitglieder. Okay, Gott sei Dank sind wir schon Mitglied. Und müssen hoffentlich jetzt keine Anmeldegebühr bezahlen. Denn das sehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Ich bin ja gespannt, ob sich dieser Besuch lohnt oder ob das Grundstück jetzt gleich total enttäuschend sein wird. Wir sind angekommen. Oh, das sieht alles ein bisschen trist aus hier. Oh, es ist gerade Winter. Ist in Verona Will auch gerade Winter? Ich habe keine Ahnung. Willkommen im Luxus-Fitness-Center. Hier kannst du dich so richtig auspowern. Bitte mich ruhig um Rat, wenn du ein paar Fitness-Tipps benötigst. Okay. Da ist Isabella auf jeden Fall schon mal. Und wir haben hier einen Pool. Wer sitzt da? Richard Becker. Was macht sie denn? Faul rumsitzen. Ja, genau, das ist der Grund, warum wir hergekommen sind. In ein Fitnesscenter. Dann haben wir hier diese Karrierebelohnung von der Militärkarriere, glaube ich. Das ist ja cool. Ich glaube, das möchte ich ausprobieren. Und dann im ersten Stock. Naja, also so luxuriös ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Wir haben hier zwei so Heimtrainer und zwei große Trainingsgeräte. Gibt es noch ein Stockwerk? Hä, das war's? Es gibt nicht mal Laufbänder? Okay. Naja, also so luxuriös finde ich es hier jetzt tatsächlich nicht. Aber wenigstens Isabella scheint gerade Spaß zu haben. Sie hat eine bequeme Bank gefunden und unterhält sich jetzt mit Richard Becker. Ist das der Trainer? Ach, das ist der Trainer. Ah, okay. Ich dachte, das wäre einfach so ein random Typ. Oh, wer ist das? Angelo Langer. Ja, irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Hier schwimmt noch jemand. Melissa Schiffers. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt gerne mal sehen, wie sie diesen Parcours durchquert. Wie viele Körperpunkte haben wir denn? Wir haben 4. Okay, und wie sieht es hier hobbymäßig aus? Sie hat schon 5 Fitnesspunkte? Ah ja, stimmt. Wir können ja jetzt seit der letzten Folge können wir Proteinshakes zubereiten. Ha, ja, okay. Ja, die restlichen Sachen, die man freischalten kann, die wirken jetzt auch nicht so interessant. Hobby-Tipps austauschen, Blog über Fitness lesen, in der Zone sein. Oh, sie fängt an. Oh mein Gott.
Hey, aber sie macht das gut. Wow. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich muss kurz ein Bild machen, wie sie da an dieser Wand hängt. Wow. Wände hoch. Wände hoch. Dankeschön. Beautiful. Einfach beautiful. Aber ich muss sagen, der Besuch hat sich jetzt nicht so wahnsinnig gelohnt. Ist nicht so cool, wie ich dachte hier. Oh nein, die ist runtergefallen. Die fällt halt echt oft hin, ne? Letztes Mal ist. Warum ist sie denn? Hä? Warum hat sie ihr Fitnessstatus gerade verschlechtert? Wir haben doch gerade Sport gemacht. Ich bin sehr verwirrt. Ich weiß auch gerade nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall finde ich sie jedoch ein bisschen underwhelming, deswegen gehen wir jetzt wieder nach Hause. Oder sollen wir irgendwo hingehen und uns ein neues Fitness-Outfit kaufen? Ich glaube, das würde ich auch gerne machen. Oh, jetzt muss ich mir wieder überlegen, wo es nochmal die Klamotten gab. Ich glaube in Auckwald. Oder war das der Marktplatz? Ich glaube, Einkaufsstraße Auckwald war das. Weil irgendwie das Outfit ist schon. Bisschen schwierig für meine Augen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir da was Schönes Neues finden. Oh, warum bin ich denn jetzt hier oben? Das ist eine ganz komische Ansicht. Sollen wir auch nach Badekleidung gucken? Was ist denn hier? Fit werden. Oh, das würde ich gerne einloggen. Eigentlich, das wären easy verdiente 3500 Punkte, aber ich will den Verliebenwunsch nicht wegmachen. Naja, okay. Wir schauen uns jetzt mal Sportkleidung an und dann schauen wir uns noch Badekleidung an. Ja. Weiß ich nicht, ob wir uns irgendwie jetzt so Abendkleidung anschauen müssen, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kommt ja noch die Gelegenheit. Vielleicht heiratet sie irgendwann Sören, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das ist aber nicht so viel Auswahl. Richtig. Ich erinnere mich an diese Probleme. Das ist zwar ein nettes Kleidchen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt zu Sport geeignet ist. Was hat sie denn? Bisher hat sie das Zeug an. Das ist echt nicht schön. Okay, was ist mit dem hier? Warum gibt es das nur in einer Farbe? Ich meine, ich finde das nicht schlecht. Aber warum gibt es das nur in einer Farbe? Oh, nee. Boah, ich weiß nicht. Also der ist zumindest relativ neutral. Aber, also ich hätte gern das, aber nicht in Lila. Das nervt mich gerade ein bisschen. Das nervt mich gerade ein bisschen sehr. Bei den Erwachsenen gibt es mehr. Ja, wobei hier ist die Auswahl jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Also wir nehmen jetzt mal die zwei Sachen mit. Und dann gucken wir uns noch kurz die Badekleidung an. Aber da wird es vermutlich ähnlich mau aussehen. Gar nicht so übel. Also das hier ist der, den sie bisher anhatte. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch einer von den besten, was ein bisschen traurig ist. Okay, der ist irgendwie ein bisschen süß. Ich weiß ja nicht, das sind irgendwie. Tatsächlich ist das, glaube ich, der Beste. Die Farbauswahl ist auch echt abenteuerlich. Ich meine, der Grüne ist jetzt auch nicht so übel. Boah. Oder der mit den Pünktchen. Wir nehmen jetzt mal die beiden mit und dann entscheide ich mich zu Hause. Genau. Sollen wir noch irgendwas anderes kaufen? Was gibt es noch? Schlafanzüge? Was ist denn ihr Schlafanzug? Ich weiß es gar nicht. Aber er ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Outdoor-Kleidung, Sportkleidung, Unterwäsche. Wir können ja mal einen Blick auf die Abendkleidung werfen. Es schadet nicht. Oh, das sieht ja schick aus. Ist das das, was sie schon besitzt? Nö, ich glaube nicht. Aber das steht ihr extrem gut. Wo ist denn das Symbol? Ach, das hier besitzt sie schon. Okay. Das ist echt cool. Ich glaube. Die Farbe könnte was sein. Das nehme ich immer mit. Auch sehr nice. Aber falls wir Sören mal heiraten, was könnten wir da dann tragen? Irgendwie, die Brautkleider sind zwar cool, aber ich finde irgendwie jetzt, so für ihre Altersklasse sind die mir fast ein bisschen zu verspielt. Schwierig. Aber wir haben jetzt auch echt nicht so viel Auswahl, was das angeht, ne? Überraschenderweise. Vielleicht muss ich mir einfach mal Custom Content runterladen. Aber ich glaube, am ehesten fände ich noch
das hier gut, weil das hat noch irgendwie so ein Vintage-Vibe. Das nehmen wir auch mit. Okay, boah, jetzt haben wir ordentlich eingekauft. Chapeau. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Hause. Oh, es ist schon zu spät. Wie ist das dann passiert? Ach so, es war schon irgendwie mittags, als ich das Spiel geladen habe, glaube ich. Wer ist hier gerade so am Start? Pamela Palm. Joe Tyson, aber den haben wir schon ausgeschlossen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Wer ist das? Die, heißt die auch Geraldine? Was ist das für ein Name? Ich kenne niemanden, der wirklich so heißt. Warum heißen so viele in Sims 2 Geraldine? Verstehe ich nicht. Fand es einfach nur jemand witzig? Ich weiß nicht, warum so viele Leute Geraldine heißen. Wir sind schon wieder zu Hause, Isabella allerdings nicht. Und ich glaube, es dauert noch ungefähr 2 Stunden, bis sie nach Hause kommt. Oh, sie ist gerade älter geworden. Stimmt, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das Ziel ist dieses Serum. Für 30.000. Wir haben 22.000. Okay. Ungefähr 8.000 Belohnungspunkte fehlen uns noch dafür. Hey, wer hat da gerade meine Zeitung gelesen? Gunnar Johnston. Okay, ich glaube, sie ist wieder da. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt an den Kleiderschrank mal kurz gehen. Und unsere neuen Outfits einmal uns aussuchen. Hier? Wie ging das nochmal? Outfit planen? Nee. Umziehen? Kleidungsstil? Das sind so viele Optionen. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich nehme jetzt einfach mal an. Kleidungsstil ist das, was ich machen will. Aber es könnte halt auch Outfitplan sein. Es könnte aber auch Outfit zusammenstellen sein. Also irgendwie verwirrt mich das. Naja. Aber ich hoffe, das ist jetzt einfach die richtige Option, die ich ausgewählt habe. Ja, perfekt. Also, für ihr Athletik-Outfit. Nee, mir gefällt das Lila einfach nicht. Deswegen nehmen wir da jetzt einfach mal das Graue. Badekleidung. Finde ich alles blöd, aber das finde ich gerade am wenigsten blöd. Deswegen nehmen wir mal den grünen. Okay, Und hier entscheiden wir uns vorerst für dieses wunderschöne Modell. Aber falls wir Sören heiraten, wird das vermutlich sich noch ändern. Sollen wir mal kurz ein bisschen mit ihm plaudern? Eigentlich macht es keinen Sinn, weil wir sind eh bei 98, ne? Nee, wir plaudern jetzt nicht mehr mit ihm, sondern sie wünscht sich, fit zu werden und deswegen machen wir jetzt so ein bisschen Sport. Moment, geht das auch, wenn wir Yoga machen? Oder müssen wir dafür auf den Heimtrainer? Nee, wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal auf den Heimtrainer, weil ich habe hier keinen schönen Space zum Yoga machen und draußen ist schon so dunkel. Okay, und ich müsste jetzt hier in der Anzeige auch betrachten können, wann wir wieder dieses. Isabella verliert etwas Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Ja, ist okay. Wann wir wieder in den Mittelbereich kommen. Oh, warum ist ihr denn so heiß? Ach, wartet mal. Es gab ja immer dieses Problem. Ah ja, genau. Dass hier keine Dächer drauf sind und deswegen geht es nicht als drinnen oder so und die Temperatur geht einfach nach oben im Sommer. Dann machen wir das mal zu. Ich meine, es kann auch sein, dass es einfach nur daran liegt, dass sie jetzt halt gerade Sport macht. Aber ich meine, dass ich das Problem bei den Sommertraums auch hatte, dass ich erstmal quasi das Dach verdichten musste. Oder erstmal eins hinzufügen. Schauen wir mal. Vielleicht wird ihr jetzt ja wieder kälter, aber ich glaube fast nicht. Nee, aber es geht zumindest jetzt noch nie gleich wieder hoch. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon wieder in diesem Bereich hier sein. Aber ich. Lass sie noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte, dass sie ein bisschen weiter nach oben geht, sonst ist das nächste Mal, wenn sie frühstückt, rutscht sie gleich wieder ab und dann wünscht sie sich dasselbe nochmal. Oh, und wir kriegen auch gleich einen neuen Körperpunkt. Nummer 5. Mega gut. Und sie ist sehr, sehr müde. Sollen wir Schluss machen? Ein kleines bisschen noch. Aber das läuft voll gut. Ach, Moment mal, der Wunsch ist ja fit werden. Mit diesem Symbol da, das ist ja das Oberste. Ja, das schaffe ich heute nicht. Oh, Mann, ich dachte, das ist jetzt gleich leicht verdienter Punkt. Aber ich glaube, so lange hält sie gar nicht durch, bis wir das schaffen. Ja, nee. Vielleicht schaffen wir es morgen. Vielleicht hat sie den Wunsch ja morgen nochmal. Ja, ich weiß, du schläfst gleich ein. Du darfst gleich ins Bett gehen. Ich will nur noch jetzt kurz die Animation sehen. Ich wollte sie flexen sehen. Das ist so cool. Ein bisschen näher ran.
schaut sie euch an. Das Muskelpaket. Trägt sie einen Ring? Ist das ihr Ehering? Interessant. Isabella, das Muskelpaket. So, okay, dann darfst du jetzt... Sollen wir dich noch duschen schicken? Nee, weißt du was? Ja, geh kurz pinkeln, geh kurz duschen und dann darfst du dich hinlegen. Oder sollen wir hier noch den Abwasch machen? Wir machen noch kurz den Abwasch. Was treibt Liborius? Hallo, Liborius, was geht? Er sitzt schon wieder einfach rum. Und vielleicht braucht er ein bisschen freundschaftliche Kontakte. Schafft man das noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist viel zu müde. Sie muss sich dann hinlegen. Tut mir leid, kleiner Mann. Vielleicht morgen? Ich muss mir das echt aktiv vornehmen, dass wir Zeit mit dem verbringen, weil sonst vergesse ich einfach, dass er da ist. Er ist aber so ruhig. Außer er nagt den Mülleimer an, dann nicht. Aber meistens ist er sehr ruhig. Oh, sie verliert wieder etwas Begeisterung. Ja, verliere etwas Begeisterung, ist mir egal. Wie weit sind wir denn eigentlich beim Fitness-Hobby? Da sind wir nicht weitergekommen. Hat das hier nicht gezählt? Müssen wir da wieder Yoga machen? Wir können morgen Yoga machen, damit habe ich gar kein Problem. Bin ja gespannt, wie schwierig das jetzt ist, hier diesen Fitnessstatus beizubehalten. Oder ob das sofort wieder absinkt, wenn sie das nächste Mal was isst. Obwohl sie ja eigentlich echt immer nur gegessen hat, wenn sie Hunger hatte. Das kommt mir ein bisschen unverhältnismäßig vor. Aber wir werden sehen. Gut, Energienotfall. Ja, nix Energienotfall. Leg dich jetzt einfach hin, okay? Damit du morgen schön ausgeschlafen bist. Denn ich habe Großes vor. Ich habe große Pläne für morgen. So, ich denke, sie ist jetzt ausgeschlafen genug. Und außerdem ist Liborius gerade auch aufgestanden. Der ist aber eigentlich gar nicht ausgeschlafen. Egal. Sie hat auf jeden Fall genug gepennt. Und was wünschst du dir denn jetzt heute? Über Hobby reden. Eng mit Sören anfreunden. Schwimmen gehen. Okay. Liborius. Eigentlich ist sein Kratzbedürfnis voll. Können wir ihn dafür loben? Ja. Loben für Möbel nicht zerkratzen. Ich möchte kurz ein bisschen mit ihm Zeit verbringen. Weil wir ihn sonst wieder vernachlässigen. Ich habe nämlich so viel vor heute, dass Liborius garantiert zu kurz kommt. Deswegen machen wir das lieber gleich. Wie ist denn die Beziehung? Eh voll gut. Was können wir denn noch machen? Leckerchen geben. Und streicheln. Oh, richtig süß. Was kann man noch machen? Knuddeln. Ich hoffe, er lässt... Oh, schnurrt er? Oh, oh Gott, wie süß. Oh, ist das süß. Ich muss näher ran. Ich muss das besser sehen können. Oh, das war ein bisschen zu nah. Oh Gott, wie putzig. Moment, davon brauche ich aber jetzt kurz ein Bild. Oh, ist das süß. Ich meine, er sieht auch ein bisschen angepisst aus, aber... So sehen Katzen doch immer aus, oder? Glaube ich. Meine zumindest. Oh, wo bin ich jetzt? Warum fliege ich immer so weit weg, wenn ich auf ihr Bild klicke? Hä, aber jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal kurz schwimmen. Weil ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um bei Sören anzurufen. Und außerdem wünscht sie sich das. Wie viele Punkte brauchen wir? Ah, wir haben keine neuen bekommen seit gestern. Klar, immer noch bei 22.000. Eins meiner Ziele heute wäre, dass ich mir dieses Serum leisten kann. Aber dafür müssen wir halt noch ordentlich Punkte sammeln, ne? Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass dieser Wunsch hier verschwindet. Weil der kriegt... Oh, der gibt auch 4.000 Punkte. Das wäre mega gut. Oh, das wäre super. Wie ist es um unser Fitnesslevel bestellt? Oh, das geht hoch, wenn wir schwimmen. Oder? Habe ich mir das gerade eingebildet? Ich schwöre, es hat sich bewegt. Isabella hat Begeisterung für Fitness entwickelt. Sie kann sich jetzt mit anderen Sims über dieses Hobby austauschen. Ne, was machst du denn jetzt? Wir gehen jetzt nicht chatten. Okay. Wenn du jetzt mit Schwimmen schon fertig bist und dich nach menschlicher Interaktion sehnst, dann gehen wir jetzt Sören anrufen. Ja. Oh mein Gott, bitte sag, dass es jetzt klappt und ich ihn einladen kann. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so cool. Okay. Sören Wolters. Einladen. Ja, oh mein Gott. Und dann können wir hier den Napf auffüllen. Mega gut. Wie nett, dass du mich einlädst. Ich brezel mich noch ein wenig auf, dann komme ich vorbei. Okay, wir brezeln uns auch auf. Und zwar, indem wir pinkeln gehen. Können wir uns auch einfach so umziehen oder muss ich da an den Kleiderschrank? Ich glaube, ich muss an den Kleiderschrank gehen dafür. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber okay, wir ziehen uns unsere Alltagskleidung an. Und... Warten, ganz gespannt. Oh mein Gott, er ist schon da. Ah, er
ist schon da. Schnell, Isabella, zieh dich schnell um. Sören, oh, ich habe Angst, dass er wieder wegrennt. Moment, hier, Sören begrüßen, sobald du dich umgezogen hast. Bitte geh nicht weg. Warte hier auf mich. Ja, sie kommt. Sehr langsam, aber sie kommt. Sie ist unterwegs. Ja, cool. Perfekt. Jetzt habe ich dich, Sören. Was ist das? Was? Bitte was? Sanft geküsst werden? Was geht denn? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Moment. Aber ich brauche natürlich, also wenn das jetzt hier wirklich zustande kommt, brauche ich auch ein Bild davon. Hä? Hast du schon mal von Flirten gehört? Oder die Dinge ein bisschen langsamer angehen lassen, Sören? Wahrscheinlich nicht. Was für ein Kavalier. Oh, sie sind verknallt. Verknallt. Oh mein Gott, wie schön, wie schön, wie schön. Oh Gott, wie machen wir denn jetzt weiter? Okay, ich weiß es nicht. Schmeicheln? Und vielleicht Händchen halten? Oh mein Gott. Oh nein, das will er nicht. Mist. Okay, okay, okay. Plaudern? Plaudern, plaudern. Wo ist nochmal plaudern? Ich schaff's nicht, dahin zu klicken. Nein, geh doch jetzt nicht weg, Isabella. Hä? Wir versuchen es nochmal. Isabella, jetzt geh plaudern. Warum macht sie das denn jetzt nicht? Geh jetzt mit ihm plaudern. Okay, geh ihm einen Witz erzählen. Hey, das macht sie jetzt, aber plaudern will sie nicht. Moment, ich muss erstmal jetzt hier wieder rüberkommen. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Was können wir denn noch machen? Ich will das hier gleich mal ein bisschen queuen. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, oder? Oder haben wir das gemacht? Wir machen mal umgarnen. Vielleicht müssen wir den Langzeitwert erst ein bisschen hochbringen. Bewundern? Was gibt denn noch viele Punkte? Boah. Ich bin nicht mehr Experte genug dafür, um das schnell hochzukriegen, glaube ich. Okay, was machen Sie jetzt? Umgarnen. Hä, aber er durfte ihr die Hand küssen, aber sie darf seine Hände nicht mal anfassen, oder was? Was sind das denn eigentlich für Double Standards hier? Okay, ich glaube, das kam gut an. Wir sind jetzt bei 32. Und die Haushaltshilfe ist fertig, sehr gut. Können wir was Neues machen? Nee. Wollen wir nochmal schmeicheln? Ich glaube, das kam gut an. Ja, was ist denn mit Umarmen? Hier, freundschaftlich? Ja, die Haushaltshilfe geht nach Hause, ist in Ordnung. Okay, jetzt sind wir bei 33. Hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Traue ich mich das schon? Nee, das traue ich mich noch nicht. Was ist das? Abknutschen? Nee, lass mal noch nicht machen. Sollen wir versuchen, ihn romantisch zu umarmen? Es klappt? Hä, warum wollte er da nicht Händchen halten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, flirten, Händchen halten. Ah, jetzt... Okay, okay, ich sag schon nichts mehr. Das lässt er jetzt auch zu. Können wir ihn dann vielleicht auch schon küssen? Oder sollen wir einfach mal abwarten, was die beiden machen, wenn ich ihnen nichts zu tun gebe? Ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach mal... Ey! Achso, okay. Ich dachte schon, er geht jetzt gratulieren? Zu was denn? Zu was willst du ihm denn jetzt gratulieren? Warum müsst ihr euch immer so blöd hinstellen? Ich brauche immer so lange, bis ich den Winkel wieder gut angepasst habe. Ach, zu seinem Uni-Abschluss? Er hat studiert, ja? Das freut mich. Nein! Ach Mann, ich dachte, die machen irgendwie interessantere Sachen, wenn ich sie einfach mal allein lasse. Na gut, da muss ich wohl wieder hier das, Zepter in die Hand nehmen. Nee, wie heißt das? Die Zügel in die Hand nehmen. Oh Mann. Streicheln, ey. Nee, das machen wir lieber noch nicht. Wir machen nochmal umgarnen. Und schmeicheln. Jetzt sind sie wieder 3 Meter weg. Gah! Dann machen wir einmal freundschaftlich umarmen und einmal romantisch. Wir sind schon bei 39. Okay, und jetzt, Leute. Oh, was ist das? Stopp, stopp, stopp. Stopp, was steht hier? Wir können ihn fragen, ob er hier einziehen will. Boah, und wir können unter dem Wolkenhimmel kuscheln. Wie süß ist das denn?
aber vorher. Ne, Moment, da wollte ich nicht in vorher. Probieren wir jetzt das hier. Mit welchem davon fängt man an? Ich habe keine Ahnung. Flüchtig? Romantisch? Zärtlich? Wir machen mal romantisch. Hoffentlich klappt das jetzt. Moment, ich muss noch näher ran. Sonst kann ich ja gar kein Bild machen. Das ist aber auch süß, wie sie sich gerade an den Händen halten, finde ich. Hoffentlich klappt das jetzt. Bitte lehn es nicht ab. Hey! Das funktioniert ja super gut. Aber sie haben noch nicht das rote Herz. Wie kriege ich denn das rote Herz? Vielleicht müssen sie noch ein bisschen mehr, ein paar weitere Küsse austauschen. Nee, immer noch nicht? Okay. Gibt es hier schon was Neues? In Arme springen, ja. Das machen wir jetzt mal nicht. Was hatten wir? Romantisch hatten wir schon. Dann machen wir jetzt mal zärtlich. Wie süß. Okay, dann machen wir das hier auch noch. Stürmische alte Dame. Ja, dann können wir das hier jetzt auch gleich noch machen. Haben wir auch eine Erinnerung bekommen? Sören zum ersten Mal geküsst. Fantastisch. Es ist so aufregend, eine neue Liebe zu küssen. Das glaube ich dir sofort, ja. Hab ich gesehen, wie aufgeregt du warst. Ah, okay. Wir haben jetzt zumindest den Wunsch mit beste Freunde erfüllt. Zumindest wie es aussieht. Auch wenn hier noch nirgendwo was angezeigt wird. Und wir haben 26.500 Belohnungspunkte. Aber ich möchte gerne das hier noch hinkriegen. Was haben wir denn jetzt noch nicht gemacht? Hier festdrücken. Wann wird das pinke Herz durch ein rotes ausgetauscht? Wir können ja hier nochmal Händchen halten machen. Und vielleicht streicheln? Das müsste doch jetzt eigentlich auch schon gehen. Ah, jetzt ist auch hier das Symbol aufgetaucht. Ah, müssen wir ihn vielleicht fragen, ob er. Nee. Ob er eine Beziehung gehen will? Gibt's da was? Fragen? Nee. Vorschlagen? Hier geben? Nee. Aber wie geht man denn dann eine Beziehung ein? Moment, ich muss das kurz. Also hier beim Vorschlag ist ja nur einziehen. Vorschlagen, Tier geben, Fragen, diverse Fragen, die man fragen könnte, aber es ist jetzt nichts dabei, wo wir ihn fragen könnten, ob er vielleicht eine Beziehung eingehen möchte. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert hat damals. Wir sind jetzt aber bei einem Langzeitwert von 60. Ups, was habe ich jetzt angeklickt? Sich verabschieden? Nein! Um Gottes Willen. Wir können ja ihn noch mal kurz bewundern. Dann vielleicht noch mal romantisch umarmen. Es kann doch nicht so schwierig sein, dass wir jetzt diesen Wunsch hier noch erfüllen. Okay. Kommt schon, Leute. Kommt schon. So, müssen wir vielleicht ein Techtelmechtel haben? Müssen wir ein Techtelmechtel haben? Das würde doch bestimmt was bewirken. Okay, Leute. Wie ging das denn nochmal mit den Techtelmechteln? Ich glaube, man musste sich quasi gemütlich machen und dann den anderen dazu rufen, oder? War das so? Ich hoffe, das war so. Herbeirufen. Okay, ich warte jetzt mal, bis Isabella sich hingelegt hat. Okay. Gut, sie liegt. Können wir ihn jetzt einladen? Sören bitten mitzumachen. Genau, so war das. Oh, er kann da nicht hin wegen dem Kratzbaum? Muss ich den jetzt umstellen, wirklich? Oh. Was man nicht alles für die Liebe tut, ne? Was man nicht alles tut. Wo stelle ich den denn jetzt hin? Dann stelle ich den jetzt in den Garten. Ist mir jetzt auch egal. Ich will, dass das jetzt klappt. Achso, ich muss ihn nochmal jetzt einladen, oder? Wir probieren es nochmal. Warum sehe ich das jetzt nicht mehr? Ich sehe die Option nicht mehr. Kommt er trotzdem? Sören bitten mitzumachen. Jetzt geht's wieder. Okay, vielleicht musste er das vorher erst abschließen. Das kann sein. Okay, schauen wir mal. Ey, das ist so lang her, dass ich ein Techtelmechtel in Sims 2 hatte einfach. Also nicht ich, sondern meine Sims, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay. Und wenn das jetzt nicht ausreicht, dass wir hier endlich diesen Wunsch erfüllen können, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Kann ich noch mehr machen? Wieso kriege ich keine weiteren Optionen? Komm schon.
Müssen sie sich erst verlieben, damit das geht? Aber wie schaffe ich das denn? Aber oh mein Gott, okay. Okay, bei ihm hat es schon hingehauen. Aber bei ihr noch nicht. Warum auch immer. Wir probieren es nochmal. Ich hoffe, dass er jetzt, dass ihn das nicht gleich nervt. Komm schon, Isabella. Und? Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Isabella. Das ist nicht dein Ernst. Und? Immer noch nicht? Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt komm schon. Lass mich doch jetzt hier nicht so lange warten. Wow. Wir sind jetzt bei einem Langzeitwert von 74. Und es ist immer noch nicht genug. Wie oft muss ich das denn jetzt hintereinander machen? Okay. Wir stehen nochmal auf. Ich schaff das jetzt noch. Ich schaff das jetzt noch. Romantisch umarmen. Wehe, das klappt jetzt nicht in den nächsten 3 Minuten, ich schwöre. Und? Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Yes! Okay, cool, richtig, richtig cool. Wie viele Belohnungspunkte? Oh mein Gott, wir können uns das jetzt leisten. Perfekt. Richtig cool, richtig cool. Okay, Leute, ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt die Folge erstmal. Wir haben unser großes Ziel erreicht. Wir können uns endlich dieses Serum leisten. Und noch dazu hat Isabella endlich mit Sören rumgemacht. Das freut mich sehr. Das ist vielleicht der noch größere Erfolg. In der nächsten Folge werden wir dann dieses Serum auch mal ausprobieren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie gut das wirkt, ob das dann das nur um einen Tag verlängert oder mehr. Das werden wir dann sehen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!